Hallo Leute, ihr seht wieder RMG TV und heute geht es darum, das Netzteil einzubauen. Überlegt, dass es vielleicht ganz sinnvoll wäre, das jetzt vorher zu machen. Da gucken wir einfach, dass wir da eine gescheite Position hinkriegen und dann die Schrauben einfach reinschrauben, die bereits bei dem Netzteil beiliegend waren. Ja, den Schalter kann man erstmal ausmachen. Aber nicht vergessen, nicht, dass ihr euch dann fragt, warum geht der PC nicht an. Einfach überkreuzt die Schrauben rein. Ja, das nächste Video wird dann wahrscheinlich sein, Mainboard rein und dann alle Kabel anschließen. Ich denke, das wird ganz interessant. Dann kommt auch das Kabelmanagement dran. Ja, das Video mache ich eigentlich jetzt nur für die Leute, die ja, sowas noch nie gemacht haben. Das andere wird dann eher für die, ja, für andere sein, die vielleicht schon ein paar PCs zusammengebaut haben, aber zum Beispiel Kabelmanagement noch nie gesehen haben bei einem Netzteil oder die Probleme haben beim Kabel auf dem Mainboard anschließen oder. Ja, wie wir sehen, es sitzt fest. Ich habe das so eingebaut. Natürlich, dass der Lüfter nach unten zeigt. Das muss auf jeden Fall auch, weil hier oben haben wir gar keinen Lufteinlass und dann würde wir das Netzteil wahrscheinlich kaputt machen, weil es dann ja gar keine Luft anziehen kann, keine Frischluft. Ja, das war's dann soweit mit dem Video. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Daumen nach oben, abonnieren wie immer wäre schön. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao!